ist die FDP immer noch die Partei der Besserverdienenden. Da wissen Sie auch, ist ja alles auch ausgerechnet worden aus Ihrem Wahlprogramm. Ja, Sie würden alle Bereiche entlasten, aber zu weit gehört auch, das will ich nur noch mal dazu erwähnen, die Besserverdienenden werden bei der FDP am stärksten entlastet. 9,7% ab einem Jahresabkommen ab 150.000 Euro. Aber das gehört wissen dazu. Wissen Sie, das sind Diskussionen, die in unserer Gesellschaft geführt werden, solche harten Verteilungsdebatten. Ich habe dazu aber eine klare Position. Uns geht es darum, dass in unserem Land auch wieder investiert wird. Und für den Handwerksmeister, der den 3D-Drucker anschaffen will, oder den Dachdecker, der eine Drohne braucht, da ist die Einkommensteuer oft auch der betriebliche Steuersatz. Das heißt, diese Debatte, die von politisch links, ich weiß das ja, Grüne, SPD, die diese Debatte inszenieren wollen, die verkennen total, dass auch im privaten Bereich ausgerechnet worden, was hat welche Partei im Wahlkampf. Ja, aber trotzdem wird hier ein Eindruck erweckt. Der Eindruck, der von der linken Seite erweckt wird, ist, da geht es darum, denen, die bereits in unserem Land besser gestellt sind, noch etwas Zusätzliches zu geben. Der entscheidende Ansatz ist aber ein anderer. Diese Verteilungsdebatte, die von links geführt wird, die Grünen wollen ja den Spitzensteuersatz auch erhöhen, die da geführt wird, verkennt total, dass die Familienbetriebe die Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen. Und da bekenne ich mich dazu. Jawohl, wer es nicht mag, kann was anderes wählen. Ich halte es für notwendig, dass die Familienbetriebe die Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen, die in Klimaschutz investieren sollen, dass die Möglichkeiten bekommen. Und es wird ein ganz starker Grund sein, FDP zu wählen, dass man weiß, auf uns ist Verlass, höhere Belastungen gibt es nicht. Und wir laden auch nicht dazu ein, angesichts von Inflationsrisiken einfach so die öffentliche Verschuldung zu erhöhen, wofür ja zum Beispiel Herr Habeck und teilweise Herr Laschet plädieren. Aber nochmal betont, wird natürlich alle Wahlprogramme übereinander gelegt. Das ist ganz neutral und dann wird ausgerechnet, wer profitiert bei welcher Partei am meisten. Das war im Hintergrund eben der Zahlen. Ich habe mir nur erlaubt, den Hintergrund zu geben, weil es für die Zuschauerinnen und Zuschauer wichtig ist. Es handelt sich nicht um diejenigen, die da von allem profitieren, die Yachten in Südfrankreich besitzen, Villen und Sportwagen, sondern sind die Menschen, die Arbeitsplätze in unserem Land schaffen. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die FDP die Partei ist, die diesen Wirkungszusammenhang zu viel Staat, zu wenig private Investitionen, zu wenig neue Jobs betont, dann bin ich auch dafür dankbar, weil das unterstreicht ja die besondere Rolle der wirtschaftlichen Vernunft, die die FDP einnimmt.